So, wir sind zurück zur zweiten Hälfte der ersten umfangreichen Großes-Gewächs-Nachverkostung. Wir haben, wie angekündigt, Rheinhessen-Pfalz bis in nahe und Mosel. Alles Riesling, alles Großes Gewächs, überwiegend 2015, ein paar einzelne 2014er haben wir dabei. Wir haben im ersten Teil probiert alle Weine bis 90 Punkte, ein paar sind gestiegen, die probieren wir jetzt nochmal. Und jetzt geht's aufwärts. Bemerkenswert ist aber schon, wir hatten in der ersten Runde schon so viel Spaß. Also es gab so viele Weine schon, die uns richtig gefallen haben, die wir gerne weitergetrunken hätten. Jetzt geht's aber, setzt das Ganze noch einen drauf. Das heißt, so skeptisch ich bei dem Jahrgang an der Basis bin, in der Spitze, bei den großen Gewächsen, muss ich sagen, mein lieber Schwan, da tut sich was. Wir werden jetzt auch ein paar Beispiele haben. Ein paar ist gut. Ich glaube, wir haben jetzt noch so ungefähr 40 Weine vor uns. Einiges, ja. Das heißt, geht alle nochmal aufs Klo. Danach geht's nicht mehr, weil wir fangen jetzt an. 239075. Kommt die Sonne rum, das heißt also, wir fangen das Spiegeln an und irgendwann schauen wir auch wieder aus wie die Fliegenpilze, weil das Rollo runtergelassen ist. Aber wer will uns schon sehen? Also mich. Also gut, geht's los? Jo, es geht los. Ja, ein bisschen angetrocknet, fruchtig wirkt er. Sehr viel Kräuter. Bisschen Wirkt was, etwas verschlossen. bisschen verschlossen oder ein bisschen grün, auch so ein bisschen so grüne Töne drin. Nicht unreif, aber so. Was ist das? Richtung Avocado gehen oder sowas in diese Art. Okay. Nussig. Ja, Avocado ist gut. Ja, und allergisch bin ich auch auf ihn. Also, sehr fest im Mund. Säure ist richtig präsent. Also, das ist schon auch sehr auffällig. Dieser Wein wirkt wieder kalkig auf mich. Kalkig, ein bisschen kandiert. Aber er gibt mir nicht viel her, gell? Richtig. So helle Mineralik, Salz, weißer Pfeffer wieder. Etwas, was stimmt, diese Sauerkirschnoten, die da drin stehen. Es schmeckt wirklich nach Sauerkirschen. So hinten raus, Ja, merkst du so das? helle, ja. Also ich habe eher so, ach so, helle, nee, Sauerkirschen sind immer gut. Stimmt ja gar nicht. Schon ordentlich Säure, ein bisschen Kandis, bisschen Nuss. Ich finde, ich habe Stachelbeeren. Ja, so die dunklen, aber so die ist. Schauen wir mal. Ja, so was Pflaumiges. Also es ist sowieso ganz eigenwillig. Also Johannisbeeren, ja. Es ist schon Ja, witzig, die ne? Jetzt ist Sorte. so ein, das ist so ein Charakterkopf und mir fällt nicht ein, wo ich ihn jetzt stecken kann. Tja. Was soll ich sagen? Weiß Salz ist hinten raus. Ja, da bin ich wieder fast bei meinen Salzzitronen. Also Ist das gut. schon wieder Ja, das ist schon er. wieder Kuhn? Ja. Aber nicht ein Nee, zurückgestellter. das ist ja was ganz anderes. Genau. Sonst hätte man das ja schon mal. So ist es. Interessant. Aber der steht gut mit 91, oder? Ja, also Glaube, du Führerschein. schreibst ja hier ab 2019. Führerschein eher noch ein bisschen später. Genau, also es ist Vielleicht auch schon noch den noch ein Schwefel noch ein bisschen, bisschen. ja. Und er heißt tatsächlich Kirschgarten. Und er schmeckt nach Kirschen.
Es ist unglaublich. Laumersheimer Kirschkern. So, aber jetzt. Aber jetzt. 239081. Ich habe so Suppenkräuteriges drin. Ja. Mich erinnert das an Minestrone. Ja. Das ist so ein bisschen Basilikum, da ist es Kräuter, es hat leichte Hülsenfrüchte. Ja. Ist ein bisschen rauer, ein bisschen süßlicher. Bisschen zitronig. Das ist richtig. Den haben wir vorhin hochgesetzt, gell? So ist es. Schafft aber nicht ganz. Machen wir 90 draus? Ja. 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 Sehe ich. Genau. Naja, ah, das ist interessant, weil das direkt im Vergleich ja, mit dem eigenen Haus. Habe ich mich auch gefreut. Das ist Groß Karlbacher im großen Garten von Philipp Kuhn. Ach, wenn es alle solche Etiketten hätten, können wir es wunderbar anzeigen. Das kann man wenigstens lesen. Sehr auf dieser Salz-Zitronen-Seite. Ganz eigen. Ja. Gut. Drum machen wir das ja. 7178. Fest und herb. Etwas was Kreidiges schon in der Nase. Boah, ist das kühl. Boah. Ist er dir schon wieder und ist mal Saumagen? Nein. Ich hätte ja pro forma mal ja sagen. Nee. Nein. Okay. Was heißt ja okay? Hast du schon einen Tipp für mich? Nee, aber es schmeckt halt anders. Es ist so saftig. Das hat so ein, auch so eine leicht eingemachte Frucht. Sehr, sehr saftig. Unheimlich viel. Auch wieder so ja, ein bisschen Konserven, Steinobst. Aber es ist gut. Viel Salz. Steht drin. Was Kreidiges. Durch diese helle Minerale komme ich ja erst drauf, dass das auf Kalk steht. Und deswegen Saumagen sein könnte. Ja, ist auch ein bisschen zu exotisch am Gaumen dafür. Ja, das ist einfach ein anderes Jahr. Auch. Ist die Kupfergrube? Nee. Was ist denn das? Ach Gott, und ich Schäber? Schäber heißt die Lage? Ach, das ist Messmer! Ja! Ah! Auf den bin ich nicht gekommen. Das ist aber gut. Ja. Da hat was. Das hat, ich meine, das wundert mich aber sehr. Das ist Pulver der Schäfer, das ist doch einer Schiefer, oder? Schmeckst nicht, das ist jetzt so hell und kreidig. Willst du nochmal ein bisschen? So ja, habe ich nicht noch? Nee. Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt, ich sitze hinter so vielen Flaschen, da müssen wir was abarbeiten. Ja. Steht da gut, finde ich. Ein bisschen was Gelbgewürziges drin. Schmeckt auch so wieder so ein Hauch Curry. Mhm. Aber ich habe auch Minze. Also ich empfinde diesen Wein trotz seiner reifen Frucht und Aromatik und das Gelbe. Ja. Hat er etwas so was Kühles. Wirst du höher?
Nein, aber die kann er. Die kann er auf jeden Ja, Fall. also da gibt es für mich gar keine Frage. Nee, für mich auch nicht. Zweifel? Ich finde, er strahlt auch Ruhe aus, aber er hat nicht dann die Tiefe oder die Konsequenz oder die, also ja, man Nein, auf aber es ganz ist, hohem ja, Niveau. das ist schon wirklich hohes Niveau. Das ist Herbert Messmer, der Burweiler Schäfer, aber Schäfer. 2014. Ja, Sehr Schäfer, gut. Schiefer, das ist ein reiner Schieferboden, wenn ich mich das, wie gesagt, rausschmecken hätte ich das nicht. 239083. Moment, stopp, stopp, stopp. Alles muss ich machen. Ja. Unruhig. Reduktiv. Stinkt noch ein bisschen. Wahnsinn. Das muss schon Mose sein, wie die stinkt, oder? Wie sich das anhört. Ja, diese massive Reduktion, dieser Sponti-Stinker, das ist so ausgeprägt, das ist ja selten woanders her als von der Mosel. Dabei ganz kühl, gell? Ja, und null Frucht, also Nö. Nee, das hat eher so was frisch Gemüsiges. So grün gemüsig. ich muss an einen so einen guten Brie, der so was Topfiges hat, so einen ganz jungen, so was sehr frisch, fast schon was Ja, Milchiges. ich weiß schon, was du das. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist Teil dieser spontanen Gäraromatik. Ja. Ziemlich fest. Bisschen angetrocknet wirkende Frucht. Und eine Säure. Und Salz. Das ist Wahnsinn. Dann Ulala. hat das sowas, weißt du, wie soll ich sagen, von der Kruste von gegrilltem hellem Fleisch. Ja, halt wirklich so dieses Angeröstete, das hat er im Hintergrund. Auch wieder so ein Eiweißton eigentlich. Ich bin jetzt bei mehr so Miesmuscheln. Also irgendwas Eiweiß hat er, ja. Haben ja kein Eiweiß, solche Muscheln. Haben ja gar kein Eiweiß, solche Muscheln. Ja, das ist Eiweiß halt. Ja, ich habe sie sogar in geräucherter Form jetzt gegessen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ähnlich. Ein bisschen Rauch hat es auch. Also, Naja, das ist schon sehr gut. ich auch. Nur im Moment noch sehr jung, Ja, das ist unruhig, nicht. wild. Anfassen muss So man das was jetzt nicht. Wildes, er hat so einen ganz wilden. Stimmt. Aber da reichen 91, glaube ich, nicht ganz. Es ist eher eine mehr. Mache ich mit. Und 18 anfangen zu trinken, ist Schwachsinn. Da warten wir wieder ein paar Jahre. So. Ja. Der wird uns noch ein paar Mal begegnen. Heimann Löwenstein. Kirchberg. Gestern hätte ich mir gedacht, das ist so der Einstiegswein von ihm. Den kann man früher trinken. Der ist ein bisschen zugänglicher. Ja, am Arsch die Räuber.
Überhaupt nicht. Jetzt macht er zu. Also warten. Kann er dabei schon ein bisschen in sich hineingrinsen für das, was man da im Keller hat. Aber warten. 2387703. Hoho. Das riecht nach Hefe und nach Hopfen wie Kraftbier. Ja, das ist gut. Ich war jetzt sogar bei fast schon so, ich will nicht sagen Brioche, aber Ah ja, das ist die Hefe. ja, genau. Französisches Weißbrot, gutes Landbrot. Wirklich so einen leichten Hopfenton. Das ist schon Ganz eigen. tief. Ja, tief, erdig, ein bisschen dunkel, total Floral. verschlossen. Ja, so getrocknet floral, Trockenkräuter schreibst du. Ich bin auch getrockneten Blüten oder getrockneten Blüten. Ich glaube, wenn du so leise redest, hört es keiner mehr. Aber das stimmt, Das macht nichts. der Wein verführt einen Jawohl. dazu. Meditationswein in der Nase. Eigentlich auch im Garmin. Ist ein bisschen süß. Hat was Schwarzbäriges drin, zu Heidelbeeren ziemlich deutlich. Also was wir in Franken Schwarzbeeren nennen. Das finde ich total deutlich, Carmen. Wieder eine tolle Struktur. Fehlt nur ein Leerschritt vor dem Heidelberg. Oh, verzeihung. Und dann wieder Suppenkräuter hinten. Und fast ein bisschen Suppenfleisch. Das reicht nicht, die 91. Also das ist schon ganz eigen. Also das ist, das hatten wir. Das stimmt nicht mehr, ne? Ich habe reingeschrieben, einerseits beeindruckend, aber auch nicht fein genug für die ganz hohen Wein. So langsam. Das ist an sich gut. Nur was ist das? Ja, was ist das? Speck ist gut. Also es ist. Sind es Wegelers? Komisch, ich habe keine Idee, gerade was es Höchstens. ist. Also ich, nachdem wir so viele Weine haben, können wir jetzt nicht lang raten. Edik. Also, gut, was haben Edik. wir? Christmann, Königsbacher Idik. Trotz allem, von allen Idiks ist es nicht der stärkste. Dazu trocknet er ein bisschen zu sehr. Mal schauen, was er mit der Zeit und mit der Reife macht. Aber beeindruckend tut er schon. 2389 Getrocknet pflanzlich, stimmt, hefig, nussig. Bisschen floral. Geradlinig, das ist süßlich, geschliffen. Ich Ein mich wenig erinnere, Kandis. kennst du Szechuan Pfeffer? Ja, kann ich auch nachvollziehen. Was ist nur, er ist nicht so tief wie der Vorgänger. Er ist ein bisschen auf der fruchtigeren Seite. Das spielt ein bisschen so, das ist ein bisschen mehr.
soll ich sagen, das ist unterhaltsamer. Aber es fehlt immer ein bisschen die Tiefe für die höchsten Weine. So ist es. Hast du sehr schön gesagt. Aber es macht schon Spaß, aber es sind eher 90. Das sind zwei Punkte Unterschied Ja, es ist zwischen auch beiden. so eine Spur was kantiert Krautiges drin. Also der läuft, der ist ein bisschen auf Kante genäht. Zurück da. Hohenmorgen, Bassermann Jordan. Der erste Bassermann Jordan heute. 239314. Puh. Hefig, hell, Oh tabakig, Mama. fest, Tiefe anzeigend. Estragon, stimmt. Aber nicht nur, der hat auch noch so andere Ich habe frischen feine. Majoran Ja, Joran ist, im ja. Garten und das erinnert mich jetzt Ja. stark an. Da bin ich auch bei weißfleischig. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, das ist wieder so ein leichter Eiweißton. Und so helle Nüsse, so ein bisschen Macadamia oder so. Sehr saftig, ein bisschen süße, fest wieder muss ich wieder so dieses Macadamia-Tontönchen. Ist gut. Ja, und merkst du dieses, Eins im was da drin Kaumen. steht, diese Zitronenschalen, dieses Ja, leicht aromatische Bitter von Zitrusschalen. kann ich gut nachvollziehen. Ja, sind auch fast zwei. Ja. Auf jeden Fall. Also ich hätte, das ist komisch, das war halt einfach, dass dieser Zucker so bei der ersten Probe das Ganze ist ein bisschen verwischt, aber jetzt strafft er sich. Sag mal. Oh. Hätte ich da auch nicht hingesteckt. Wehlener Sonnenuhr, Mosel ist das. Weingüter Wegeler. Hätte ich da blind nie hingesteckt. 239071. Hattest du eine Idee? Ja, aber eine, die nicht sein kann. Also eine, von der ich wusste, dass es nicht drin sein kann. Ich war eher an der Nahe. Das gefällt mir. Das ist herb, fest. Das ist der Muskatwein, den hatten wir schon mal. Ja, das ist aber gut. Da hält er locker. Passt sehr gut hier. Ja, da kann der mit. Der hat auch ein bisschen Curry. Und der hat ein leichtes Bitter. Das ist ein bisschen rau und ein bisschen bitter. Deswegen hat er keine 92. Gut, Bei das kann 91 ich die kann er. verstehen. Ja, sehr schön. Aber da ist ihm der andere diesen Hauch überlegen. Gut. Und es Sehr hat da nur ein nett. bisschen Schwefel. Das muss vielleicht noch ein bisschen. Was war denn das? Ja. Ah ja. Ka
da wäre ich nicht drauf, wieder auch nicht drauf gekommen. Kallstatter Saumagen, großes Gewächs von Kuhn, der erstaunlich aromatisch und saftig ist für Saumagen. Gar nicht so dieses kalt abweisende hat, das die von dieser ja, reinen Kalklage normalerweise haben. 239079. Das ist komisch, es fällt auf dieses Jahr, im Gegensatz zu 2014, dass viele Weine anders schmecken, als man sich vorstellt, dass sie schmecken. Ach, das ist würden. Interessant, ja. Ja. Ui. Das riecht total kräuterig. Ist ganz betont, getrocknet, kräuterig. Vielleicht mit einem Hauch Kümmel hinten dran. Okay. Ja, aber es ist total auf dieser würzigen, getrockneten Seite. Da kommt überhaupt keine Frucht eigentlich. Naja, ich habe schon auch so eine feine Zitronenschale, die so, da hast du nicht das Weiße mitgenommen, sondern so wirklich so was ganz fein. Ja, mit unserem weißen Pfeffer. Ist auch ein Charakterkopf. Auf ganz jeden eigene, Fall. Hallo. Ganz na, man verzichte weitgehend auf Zucker. Wird es fest. Sehr fest. Ja. Da spielt natürlich auch noch die Hefe mit eine Rolle, die im Moment für zusätzlich zu dem Gerbstoff, den er hat, für Griff sorgt. Ja, schon sehr lang. Also das ist. Ja, das schreibt so zupackend. Sehr fordernd, im positiven Sinne. Ja, da werden wir auch erstens ein bisschen mehr Reifezeit einfordern. Und das sind mindestens 200. Das ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Das hat schon eine Matzstruktur. Dem würde ich fast nur einen Tag geben. Okay. Was haben wir heute? Sechsten, ne? Wir okay. haben heute. Das ist einer, den würde ich mir morgen gerne nochmal anschauen. Das ist unglaublich. Steigt und steigt und steigt. Das ist Philipp Kuhns 2015er Steinbuckel. Das ist eine Hausnummer. Okay. Gut. 2385523. Ja, schöner, unruhiger, Sponti, Schwefel, Stinker. Auf dem er, bis sie sag's nicht. Schnittlauch gestreut hat. Doch! Total Schnittlauch. Ah, ich habe Speck. Ich hab, ja, das ich auch. Carpaccio oder. Also, Carpaccio ist natürlich kein Speck, aber. Bündner. Bündner meinte ich. Das ist ganz dünnes Rindfleisch. Aber dann auch was Florales. Aber es ist wie immer interessant: die richtig reduktiven Weine schmecken, nachdem sie. Eine Zeit lang Luft gehabt haben, der hatte jetzt einen Tag Luft. Noch reduktiver als, also mit Luft noch reduktiver als ohne Luft. Es ist völlig paradox, aber es ist immer wieder so. Aber es gefällt einem, gell, dieses wildstinkende trotzdem.
Es hat ordentlich Süße, ein bisschen Candis-Noten drin. Aber eine Mats präsente Hefe auch Säure. wieder. Naja, Säure. Klar. Feine Säure, lebendige, feine Säure. Ein bisschen angetrocknet wirkt es und so ein bisschen kandiert. Ein bisschen schwarzbeerig dazu. Habe ich das drinstehen? Warum nicht? Damit du jetzt noch was schreiben kannst. Da schwanke ich ein bisschen. Sind es 91 oder 92? Denn Kann ich mir gut vorstellen. das hat so einerseits Töne, wo ich mir denke, lässt du dich jetzt blenden? Was halt oft so ist, wenn dann so diese einen anspringenden Sponti-Noten und der Schwefel nachlässt, dass es ein bisschen weicher und zerfahrener wird und nicht mehr ganz den Eindruck hinterlässt, den es jung hinterlässt. Das passiert manchmal. Okay. Dafür die Süße, dazu das leichte Bitter. Ich glaube, der steht da gut. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass er die 91 verdient, aber mehr sind es nicht. Das glaube ich nämlich Ist immer auch. lustig, es klingt so, als würden wir lästern. Wir reden da ja wirklich von Meinst du, erstklassigen dass es Weinen. so klingt? Ja, Ich weiß ich glaube, nicht, das ist schon. aber wir sind halt immer die, die dann kritisch sind. Naja gut, Und aber was wir. hast du ihm, Entschuldigung, dass ich dir jetzt so ins Wort falle, aber du hast ihn, habe ich jetzt bei dem Wein nicht genau geguckt, aber Redner. die sind so jung, Na. dass es natürlich schon auch eine Prognose ist. Ja. Müller-Cattois, Bürgergarten in Bräunel. Ich hätte es wieder nicht dahin gesteckt. Ich war jetzt theoretisch eher an der Mosel gewesen, wegen diesem Sponti-Stinker. Das wird sicher gut reifen. Aber es sind so ein Hauch Überreife drin. Wo Wird vielen dran? Leuten sehr, sehr gefallen, allerdings. Finde ich, glaube ich. Aber ich höre ich dir wieder nicht zu. 239212. Oh, wir haben jetzt, wo die Sonne rumkommt, ganz, ganz eigene Gesichter. Ich sehe aus wie ein Schinken. Wie ein Schinken. Ja, du hast das Glück da hinten in dieser. Also Die nein, ich sind. meine, ich kann ja nichts entstellen, aber. Kannst du mir jetzt mal die Nummer sagen? Ja. 239213. So. Ist das Plural? Das ist überhaupt so tabakig, floral, Das ist eine ganz getrocknet, andere Welt. kräuterig. Und es ist wirklich, steht auch hier schon gar nicht zitronig, sondern eher Apfel. Ich habe so deutlich Apfelnoten. So nicht der grüne Apfel, sondern Nee, eher so nee, ist schon mürb, dieser, ja. angetrocknet. Das wirkt, als hätte es. Obwohl es ganz leicht scharf, das hätte es eher wenig Schwefel. Es hat so ganz was leicht Offenes. Und süß. Angetrocknet. Genau. Das ist ein bisschen offen. Das kommt für mich nicht ganz an die anderen ran. Für mich Das auch sind nicht, eher ja. 89. Okay, aber Naja, aber du ich wirst ja dazu sehe. ein bisschen so eine Candis-Zuckersüße. Ich glaube, da habe ich mich blenden lassen. Und dann ist er ein bisschen rau. Also ich Nee. kann nicht die Kritik jetzt sehr gut Nee, nachvollziehen. ja. Das schafft es nicht ganz. Da spielt die Süße ein bisschen zu viel.
Das ist Gransfassian, Trittenheimer Apotheke. Nicht, dass das ein schlechter Wein wäre. Aber wir kommen halt schon von einem verdammt hohen Niveau. 2, 3, 9, 2, 4, 3. Bleibt doch ein bisschen klebrig hin. Da wäre halt ein bisschen weniger Zucker doch das Klügere. Das ist schon was anderes. Das ist ganz fest, mineralisch, kräuterig, hefig. Ja. Sehr fester, ziemlich massiver, jugendlicher Hefeton. Ja, aber da kommt auch viel, viel Das ist noble Frucht mit. Das gefällt mir sehr. Umami, also nicht so Ja, klassisch. Umami. Es ist komisch, ne? Wenn man sagt, man kann das schon riechen. Jeder Naja, ich gehe jetzt so. würde da sagen, das geht gar nicht. Aber es ist. Es hat sowas in die Richtung. Dann ist es auch floral und total unentwickelt eigentlich. Es nimmt einen ein, ne? Es erinnert mich an eher so alte Reben. Sehr guter Gedanke, weil es wirklich dieses feste, tiefe, nussige, bisschen eherne fast unfruchtige hat. Obwohl es sogar wahrscheinlich eine leichte Süße hat. Aber das ist gar nicht fruchtig, fruchtig, ist vielmehr auf der würzigen Seite. Das ist so Oh, das ist fest. toll. Ja. Ja, den habe ich schwer unterschätzt. So unaufgeregt. Hat eine Spur Karamell drin in der ganzen Aromatik. Also das ist Nussige, geht ganz leicht ins Karamellige rein. Aber das ist so fest und so tief. Hat eine Mordslänge. Es hat sicher auch Kraft, aber die ist gut gezügelt. Zwei oder drei. Ich bin auch fast dabei. So singulär. Oh! Innen kommt ein bisschen Nussbutter raus. Oder Buttercreme, Ja. weißt du, Buttercreme hat? Von Otte Graben. Natürlich kann ich Kanzimmer das. Altenberg. Jetzt quatsch ich dir rein. Das ist eigen, aber es ist stark. 2, 3, 9, 0, 2, 6. Boah. Ich habe einen komischen Ausgießer. Nimm neun. Ganz anders. Total dieses herb, angetrocknet Kräuterige drin. Oh ja. Das ist jetzt wieder bei für mich dieses Provence. Genau. Und ein bisschen wieder grüner Speck. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist so gar kein Charmeur, das ist so. Ah doch. Ja, für Leute wie dich und mich schon, aber das hat halt überhaupt gefrucht. Das ist. Das fasziniert schon, weil es so vielschichtig ist. Und herb und ein.
Es besteht eigentlich nur aus getrocknet pflanzlichen Aromen fast. Ja, so einfach als Essensbegleiter. Ja. Super interessant. Es hat auch null Zucker. Es ist furztrocken. Und wie fest. Ja, aber das wird wieder ganz vielen Leuten gar nicht schmecken, weil das halt nicht wirklich keine Frucht hat. Das besteht nur aus Salz und Kräutern und einer Bombensäure und. Ja, aber die ist reif. Also das Ja, ist ja klar. nichts Grünes, nichts Unreifes, sondern was Tja, es ist gerade witziger, dass ist. die Leute, die Moselfreaks, die sagen, es muss alles Säure haben. Und dann muss aber alles auch noch gleichzeitig Zucker haben, weil ja die Säure dann doch nicht so. Das hat halt überhaupt keinen Zucker. Und das hat trotzdem die Säure. Und es funktioniert, weil diese irre Mineralik, die er hat, dieses kreidig-kalkige, die Säure einfach auch puffern kann. Das kann es viel besser als Zucker. Das Zucker rein tust, wird es limonadig. Ins Mineralik hast, aber es ist trotzdem. Boah. Also ich stehe da drauf. Ich bin da ja wirklich wie bei großem Champagner. Das will ich wirklich zum Essen. Vor allem ist das lang. Aber wer fruchtige Weine mag, nicht kaufen. Was soll's, dann kriege ich wieder Mails, die sagen, ja, die haben so viele Punkte und schmeckt ja gar nicht. Großartig. Das hart schon wieder? Ja, so ist es. Naja. Also, das ist wirklich. Ja, zeigt der Mosel ist. Das hat so einen. Das sorgt für so einen Speichelfluss. Das ist so appetitanregend. Das ist so. Lang. Ah, das ist das Moselpedant zu ganz großem Fino-Sherry. Ah. Okay. Du kriegst Gänsehaut. Da läuft ein kalter Schauer in den Rücken. Das wird nicht reichen. Das werde ich mit heimnehmen und trinken. Nein, das hast du nicht gerade gesagt. Doch. Was kochst du dazu? Da wird nichts gekocht. Da gibt's. Und ja, wenn dann Fisch, aber Auf der Haut oder Kalb, gebraten. aber ich wäre auch so für. Das mache ich ja heute so für. Zu manchen soll ich sagen, da mag ich auch einfach nur Wurstbrot. Weil wenn es so jung ist, wenn es reif ist, ist es was anderes. Wenn es ein bisschen Süße hat, nimmst Sülze. Wenn nicht, nimmst Wurst. Zwei? Naja, ich schaue mal hier nochmal. Ja, genau. Also. War das die Frage, ob ich dann noch sage, nee, soll drei, Ja, nein. Hart Olixberger, großes Gewächs. Wie gesagt, völlig neuer Stil. Ohne jeglichen Restzucker. Ich finde das sensationell eigentlich. 2, 3, 8, 3, 7, 6. Steht auch noch. Es hat eine Ja, Länge. das ist wirklich unglaublich. Die hat bislang fast keiner gehabt. Ja, Hui. wahrscheinlich geht es doch auf die 3 hoch. Aber du wirst es sehen. Und es uns erzählen. Zitrone und Kräuter. Ja. Das riecht auch so ein bisschen wie Fisch mit so einer Zitruskräuterbutter, oder? Ja, genau. Also ich war jetzt so, es ist kandiert, aber das kann auch Das hat Fenchel. mit brauner Butter. Genau. Ja. Genau. Oder Nussbutter. Ein bisschen zitronig und ein bisschen süßlich. Bisschen was Dunkelbieriges hat schon.
Du merkst jetzt aber schon, was der Vorgänger kann, weil Ja, das so kommt ist das es. nicht an. Das richtig. Das ist Das nett, ist aber das kommt da so ein niemals an. bisschen durchschaubar, ne? Ja, Kind. Also, Ja. aber wir sind natürlich hier jetzt nochmal ganz weit oben. Ja, aber Jetzt ganz kommt's. ehrlich, ich bin eher bei 89. Du auch? Nein, ich würde ihm die 90 geben. Er Richtig. hat Schliff, es ist schon richtig herausgearbeitet. Also die 90 kann er. Ja, aber hat er die Tiefe? Dann ist es ein bisschen Ich zitronig glaube, wir müssen kurz mal ausschalten und müssen mal das und du musst mir den mal. Kopf waschen. Also gut, wer auch immer das ist, bedanke sich bei Anja. Ich werde, ja, du, manchmal, du musst halt hin und wieder auch Verantwortung übernehmen. Was heißt denn mal wieder? Macht nichts, ist eh ein Freund von mir, das heißt, ich schicke ihn dann zu dir. Battenfeld, Spanier, Hohensilziner, ist es, oder? Ja, Kirchenstück. Ah, er weiß es, glaube ich, auch selber. Ich glaube, das ist sein günstigster. Also, ich sag 90, ich sag 89. Genau, steht dazu, hab's noch mal nachprobiert. 2, 3, 8, 9, 6, 0. Merkst das auch hinten, es bleibt nicht der Nachdruck, den du Ja, von den aber großen Beinen erwartest. es ist die Struktur, der Ja, Rebstock. Reto nur. Ich habe einen Punkt gut jetzt. Ist das eigentlich, Super. ist das schon der zweite, den ich gut habe eigentlich? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich glaube ich schon zwei Punkte gut. So, ganz anders. Oh, das ist aber auch Ein bisschen schwierig. wildkräuterig, nussig, hefig. Aber wirklich Wildkräuter. Und Wildblüten. Also das ist so Ja. eine, ja, Ja, stimmt. Ganz eigen. Ich habe Okay. gestern offensichtlich Olivenöl, Ah, das was kann ich ich jetzt gebrauchen. mittlerweile zur Olivenkerne sind mir jetzt heute, rieche ich mehr davon, aber es ist noch diese Richtung. Aber Ganz, ist das ganz was so eigen. grün, also bei mir eher grüne Oliven und keine schwarzen Oliven? Eindeutig grün. Ja. Gestern war er herber offensichtlich, weil heute hat er so einen Was meinst du, Hauch der Süße dabei. Zitronenverbene Ja, oder? sehr gut. Genau das hat er. Und zwar so deutlich, das geht gar nicht. Deutlicher. Zitronenrabine. Ganz, ganz eigen. Und das stimmt aber auch, dieser vanillige Unterbau, den er da hat. Ja? So Ja. ganz leicht, so diese süßliche Vanille hat er dabei. Also er wirkt noch sehr jung, noch. Steht ja drin. Auch wieder sehr, sehr singulär. So, jetzt überlegst du. Ich sehe es. Für mich steht er gut. Gut. Wie ist es bei dir? Also die würde ich, die sind nicht verhandelbar. Also das ist 91 Ja, und klar. ich könnte maximal ein Plus, weil er sich, also ich denke, er wird sich gut entwickeln. Also gut, machen wir es so. Ich Ja, das hab ist gut, das Zeit ist schon gut. reingeschrieben und Ja, dann sage ich, hat Zeit und legt das ist womöglich noch super. zu. Genau, das ist genau, das ist Und dann ist es eine. klar, dass wir uns nicht ganz sicher sind und dann kann ich das Plus gut vertreten. Gut, sehr schön. Aber ganz sicher bin ich mir echt nicht. Gut. Ah, Bassermann Jordan, wieder mal. Das ist Deidesheimer Kalkofen. 2, 3, 8, 9, 7, 0.
Wie viele Weine haben wir dann? Insgesamt 61, aber wir haben ja noch 30 vor uns. Oh, sehr kräuterig. Ja, aber etwas Unnahbares. Ein Hauch Champignons. Ja, so frisch. Mhm. Total. Also dieser leicht erdige Ton. Aber die guten, die kleinen, braunen. Ja, und das ist wieder Süße. Das hat wieder Zucker. Das merkt man. Da kommen die Candies-Noten dazu. Das weicht auch die Konturen wieder ein bisschen auf. Ja. Der schafft es nicht ganz. Richtig. Das ist so. Der schafft es nicht ganz. 90 oder 91? Mhm. Also die Länge hat er. Ich bin sehr auf deiner Seite. Nein, das hat, da kommt auch ein bisschen Zitronik dann hinten drauf. Der schafft es einfach nicht ganz. Bassermann Jordan, Forster, Freundstück. So. 238701. Also bleibt da hinten so ein bisschen eingemacht. Ja. Fruchtiges Stehen. Das ist nicht ganz zwingend und komplex genug. Puh, ganz andere Baustelle, Hefe. Wieder Verbene. Das ist schon komplex. Naja, da steht auch Nobel drin. Diese Aromatik hat etwas sehr Feines. Ich habe jetzt viel Ingwer. Naja, und das hat halt einen Bau, das hat einen Körper, eine Substanz und gleichzeitig Eleganz. Da merkst du den massiven Unterschied zum Vorgänger. Puh. Ja. Das hat Griff und Körper. Ja. Bisschen Butter. Aber so eine fast schon aufgeschäumte. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du hast vollkommen recht. So was Leichtes. Also was. Boah, das ist groß. Ja, das ist groß. So also. Der Salbei ist auch dabei. Boah, das. Da fängt er schon wieder an, das Essen an mir innen drin vorbei zu defilieren. Oder auch wirklich nur für sich ein Glas Meditationswein. Aber auch ein Essensbegleiter. Ja, da reichen die 92 jetzt nicht ganz. Sehr schön. Immer ein mehr. Und das wird auch ein bisschen länger halten. Ui. Wobei der wahrscheinlich sogar relativ früh zu mir hieß. Weißt du noch, was der auch schmeckt? Du wirst das noch sagen? Das hat so was Muscheliges. Mhm. Das hat so leicht diese Krustentiersüße oder ja, also Schalentiersüße. Krebs und Schalentier. Krebs, ja. Ja, nicht nur das, sondern wie heißt es denn? Bin ich jetzt total blöd? Was du in jedem guten Restaurant als Vorspeise kriegst, nicht Venusmuschel, sondern Miesmuschel? Nein! Miesmuscheln. Das ist eine Nebenseite. Das ist blöd. Ich bin ein großer Fan von Miesmuscheln. Ich bin gerade blockiert. Ihr wisst alle, was ich meine. Die Venusmuscheln. Die mit der schönen Schale. Nein. Die du ohne Schale kriegst. Dieses weiße. Ach ja, ja, natürlich. Die kann doch wohl nicht wahr sein. Jakobsmuscheln. Jakobsmuscheln. Hallo. Das meine ich. Jakobsmuscheln mit Pfeffer. Oh, Pfeffer, vergessen. Sogar gratiniert, weil es dann so diese Struktur des Weines. Also Pfeffer hat er. Bis jetzt mein persönlicher Favorit. Ja, das ist richtig gut.
Das gab es vorher als großes Gewächs noch gar nicht. Das ist die Gimmeldinger Meerspinne von Christmann. Und das ist richtig geiles Zeug. Und ich habe immer noch da hinten Ja, das ist Jakobsmuschel mit so. Zitrone, Pfeffer und Salz. Wow. Boah, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Stark. Ich bin Ja, fast stimmt. geneigt, die morgen nochmal zu probieren. 2, 3, 8, 9, 6, 2. Ganz scharf, ja. Es ist lustig, dass es Meerspinne heißt und wirklich ein bisschen nach Ja, habe ich mir auch Meeresfrüchten vorhin schmeckt, gell? überlegt, ja. Ja. Ui, ganz, ganz Ganz anders. Ganz kühl, floral, Boah, frisch, hefig. das ist schon sehr einnehmend, zupackend in der Ja. Nase. Hörst du das Knurren? Ja, Ohne. ich höre es. Ich weiß nicht, ob die anderen es auch hören. Eine tolle Nase. Mit einer ganz feinen, Ja, hellen Würze. aber auch was, ich habe sowas Rotbeeriges. Also ich kann mich jetzt noch nicht, ob das, sind das Himbeeren? Sind das Himbeer ist gar nicht so schlecht. Ich habe auch die Mineralik eher Cranberries? dunkel hier drin stehen. Es hat nämlich hinter diesen ganzen hellen Aromen, die vordergründig sind, auch wirklich was Dunkles. Es ist auch eine Spur offen, es hat wenig Schwefel. Du merkst es auch im Gaumen, das ist viel zugänglicher. Das hat was Offenes, das ist einnehmend. Es hat einen Unglaublich. Schmelz und eine Selbstverständlichkeit. Ja, selbstverständlich ist es. Genau. Ja. Und da hast du wieder deine Himbeeren und Stachelbeeren. Also so die dunkleren. Ja. Ja, und Johannisbeeren und. Sind wieder so singuläre. Also, das ist ja eigentlich fast ein Widerspruch, dass wir hier lauter Charakterköpfe haben und gleichzeitig feststellen müssen, dass sie heute dieses Jahr weniger ihren Lagen zuzuordnen sind. Also zumindest bei vielen Weinen hat man das, wo man eigentlich völlig falsch liegt. Als die letzten Jahre habe ich so den Eindruck. Und Okay. gleichzeitig hast du trotzdem totale eigenständige Charaktere. Stimmt nicht immer. Du hast einige Weine, die sind eindeutig nach ihrer Lage schmeckend, Ja, verstehe, aber verstehe. längst nicht alle. Verstehe. Aber das wirklich, das hat wenig Schwefel. Das ist offen. Auch so einen leichten Kandiston drin. Ist ein bisschen eine ganz leicht an der Überreife kratzenden Frucht. Deswegen hat er für mich auch nicht mehr. Also die kann er. Und ich finde den Wein, also Grandios, ne? super. Er hat auch wirklich Länge. Das ist auch ganz knapp an der Kante. So. Oh, fast der Pechstein. Wassermann, Jordan. Ja, aber diese dunkle Mineralik. Das ist halt Pechstein. Pechstein hat immer dieses Dunkel, dieses rauchig. Das sind diese Basaltgeschichten, die da drin liegen in der Lage. 2, 3, 8, 3, 7, 8. Was wolltest du sagen? Wolltest du doch Ja, mehr? dass mir das lieber ist, als dieses mit Schwefel komplett Ja, zu das will ich auch gar nicht geschmierte, dass bestreiten. es dann so maskiert. Ich habe noch nur herausgestellt, Habe ich es schon gibt einen Morgen gesehen. Ja, nochmal. habe ich schon gesehen. Wenn du Einwände hast, dann weiß ich ja immer, dass du ein Gefühl dafür hast. Das ist Okay. nussig und bitterlich pflanzlich.
Also von der Nase her kommt es nicht mit. Ja, auf jeden Fall. Bisschen was, ja, das ist an der Kante, so fast schon was Welkes. Weg, einen Hauch seifig und ziemlich süß. Das kommt da nicht mit. Nee. Das kommt da gar nicht mit. Oh, der hat mich geblendet. Auch ich lasse mich, obwohl es mich stört, von Süße immer wieder mal blenden. Offensichtlich. Oh weh, der kommt da überhaupt nicht mit. Rustikal. Ja, ich weiß, Ich hätte es erkennen müssen. ich kenn's dann, wenn man dann nochmals die Beschreibung, die eigene, sich durchliest, sagt man, da steht doch schon Eigentlich steht es schon die, drin. ja. Der Verdacht steht schon drin. In diesem Kontext ist es klein. Ja, das ist kein kleiner Wein, so müssen wir das nennen. Aber in dem Kontext kommt er nicht mit. Ich war zuerst bei 89 Ah, und dann ist hatte zu ich süß. auch die Idee, dass es eigentlich nicht nur eigentlich, sondern bin mir zwar nicht ganz sicher, weil wir jetzt von so weit oben kommen, Ich weiß dass schon, man was du da meinst. vielleicht Aber das ist schon, so leid es mir tut, aber das hat damit nichts zu tun, was wir gerade probieren. Das will viel mehr mit seinem Zucker und seinem Candy, und dann verschwimmt es ein bisschen. Wie gesagt, da sind selbst die 88 das, wo ich sagen würde, das ist das Oberste, was wir ihm geben. Gerade wegen diesem Verschwimmen. Das hat den Eindruck, hatte ich auch in Wiesbaden. Battenfeld, Spanier, Niederflörsheimer Frauenberg. Auch das wird vielen Leuten schmecken mit seiner Fruchtigkeit und allem. Für höhere Weinfeeds. 239063. Du merkst das auch im Abgang. Es bleibt nicht viel. Es ist ein bisschen Champignon und ein bisschen süße Frucht, aber es ist nichts Zwingendes. So leid mir das tut. Ui, sehr Ja, schön. Bisschen Sponti, aber trotzdem das ist geschliffen, guter fein, Jazz, klar. oder? Ja, guter Jazz. Ich bin froh, dass du sowas sagst. Schön, ein bisschen schwarzbärig dann dahinter. Sehr, sehr feine Heidelbeernoten, finde ich da. Aber nicht dieser großen Kultur Heidelbeeren, sondern die es Die waren früher früher im gab. Wald und haben die im Wald gesammelt und Ja, haben die eingemacht. Und genau. so, wie Tolles da die Finger Aroma, danach ja. riechen, so riecht es. Ja. Ja. Ui, das ist aber schon gut. Das ist saftig, aber nicht süß. Und es hat einen Schliff. Da wieder die roten Beeren, genau. Das ist doch herrlich. Das Eleganz in Da hat jemand Reinform. Stil. Ja. Ja, da fehlt für mich die letzte Tiefe und Komplexität für jetzt überbordende Supernoten. Also für mich sind die 92 genau das, was er verdient. Aber das ist ein toller Wein. Das macht eine solche Freude. Haben wir nicht immer so überlegt, ob wir nicht solche Herzweine Extra kennzeichnen. Ja, Ja. wir werden sehen, ob wir das in der neuen. Wir lassen gerade neu programmieren alles, ob wir das nicht
ob wir nicht Lieblingsweine kennzeichnen können. Mich wäre dafür, weil das Wenn wäre wir das eine. überhaupt dürfen. Aber Das wäre eine. Ja. Wieder einer, der gerade mal 12% hat. Niersteiner Pettental von Gunderloch. Aber so viel Ausdruck und so viel Spaß macht. Das will man wirklich trinken. 2, 3, 8, 6, 7, 9. Und es zeigt, es braucht keinen großen Zucker und es braucht keinen großen Alkohol und es soll nicht dick sein. Man kann einen Riesling ganz anders auch machen. Hui. Ja, aber man kann es erkennen. Ja, schon. Aber das riecht so nach Pilzen. Also, das riecht total gut Ich nach. freue mich auf die. Das Also, es riecht gibt ja. total gut nach Pilzen, aber es ist. Also, das sind Pilze ohne Ende. Waldpilze. Ja, natürlich. Die Saison ist eröffnet. Ja, ich freue mich schon auf die Pilz- und die Muschelsaison. Das ist doch ziemlich reduktiv, aber es ist schon gut. Was ist denn das? Was habe ich da geschrieben? Ich habe da ein Wort, das ich nicht entziffern Ich kann. glaube, das ist Dichter. Dichter. Jetzt verstehe ich das. Gehen wir mal raus. Das hat schon Süße. Ja, genau. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert bei dem Wein. Ja, da sind wir wieder bei. Das ist eindeutig eher feinherb schmeckend als trocken. Also Das ist schon gut, gerade. es hat Schliff und Spannung. Ja, Entschuldige. Ja, Was? nein, das merkt man ja auch in dem Kontext, dass das dann schon rausfällt Ja. und dann so mollig wirkt. Und ja. Mollig wäre mir jetzt zu übertrieben, weil dazu hat er zu viel Spannung. Ja, dann Barock. Das ist ja fast schlimmer. Barock, da denke ich ja noch was richtig Schweres. Und schwer ist er ja gar nicht. Sand. Echt, na, ich weiß nicht, mit seinen, also sehr sch viel Schwefel, Ja. doch einiges an Zucker. Was ihn jetzt so stark geschminkt. Sind wir an der Mosel, oder? Nein, Nein? nein, Wir haben nein, das nicht Mosel. Dann ist nein. das. Oh Gott, was ist denn das dann? Tja. Reinhessen. Nein. Was ist denn das dann? Warte, ich bin noch nicht dabei. Ich schaue danach. Was geben wir eben? Aber die zwei reichen nicht. Aber eher eins. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Nein. Oh, nein. Naja. Ich habe schon mal gesagt, wenn Mosel, dann ist es. Das ist Gut Hermannsberg. Das ist Altenbamberger Rotenberg. Das ist schon gut, aber es ist ein bisschen süß. Das hat auch Spannung. Die zwei schafft es nicht ganz. 2, 3, 8, 3, 7, 7. Komisch, das war in Wiesbaden, war das so ein Auffaller. Aber das ist immer, wenn du ganz schnell probieren musst, dann sind halt solche Effekte wie Zucker oft hilfreich. Das ist ja Hui. auch Pepsi-Trick. Ja, ich meine, das ist ja kein Trick sein, das ist ja Nein, ein um teurer Gottes Wein. Willen. Ja. Wir übertreiben es Aber. jetzt nicht, aber sehr herb. Kräuter, Hefe. Aber so feinkräuterig. Ja. Genau. Auch so würzig, also so eine Würze steht ja auch Steht drin. da. Ah, ich bin begeistert. Und diese Mineralik ist wirklich dunkel. Bisschen bin ich an Oliven erinnert wieder mal. Auch im Mund mit diesem feinen
aromatischen Bitter, das mich wirklich an Oliven erinnert. Ja, aber die sind diesmal schwarz. Ja, genau. Exakt, ganz genau. Kann ich gut. Kalamata. Ja, ganz genau. Und da gehört auch dieser getrocknete Oregano-Ton da drin dazu, der da bei ist, bei dem, den du ganz oft beim Griechen dann halt mit hast, wenn du sowas hast. Ich habe auch so fast getrocknete Tomaten. Ganz erstaunlich. Das sind Aromen, die man oft nur in Rotweinen hat und die sind da so deutlich. Finde ich total spannend. Ganz eigen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich ihn hinstecken soll, aber das ist. Wobei Oliven, das wäre ja wieder. Ja, sag. Ich bin da hin und her gerissen. Weißt du, dieses Schwarze, was drin ist, das Olivige, würde für der Rheinfront sprechen. Diese fast kandierte Frucht, aber eigentlich eher für Svonegau. Aber das ist echt schwer. Es ist Wonnegar. Ist zu fruchtig für Rheinfurt. Und ein bisschen süßlich ist es auch. Ein Salz. Steht da aber gut, findest du Super, nicht? ja, super. Auch ein Und richtig. was ist es? Schwarzer Herrgott, ich habe es mir gedacht. Ich habe es wirklich mir gedacht. Es ist Wonnegau, es ist Battenfeld Spanier am Schwarzen Herrgott aus Mülsheim. Der Einzige, der heißt nicht nur umsonst, er hat so diesen schwarzen Ja, genau, ich Aromen. wusste, Der dass du schmeckt so das nach sagst. Pfeffer. Ja. Ich hätte es auch sagen. Habe ich das schon ausgeschüttet? Ist hier schon Nein, neu? das ist neu. Das ist neu. Okay. 2, 3, 8, 9, 6, 6. Verdammt. Und es hat ja auch diese Monstersäure, die an der Rheinfront gar nicht haben. Da puffert eine andere Mineralik anscheinend oder woran auch immer das liegen mag. Aber die im Hinterland haben viel mehr Säure dieses Jahr. Was ist das denn? Das ist ja zu wie eine Auster. Ganz kühl. Ganz eigen. So einen ganz speziellen Langpfefferton, diese Kubebenpfeffer. Ja. Boah. Langpfeffer sollte ich nicht schreiben. Puh. Ein bisschen Zucker hat's. Ja, hat das. Da steht trockene Frucht, aber das stimmt nicht. Hält Ist sich von selbst gestern. am Mund, ne? Ja, ist ein bisschen wild und würzig. Ja. Ist das Simon Löwenstein? Nein. Warum nicht? Was nicht ist. Aber wenn es doch so würzig ist, dann muss es doch einmal Nein, überstehen. ist ganz woanders. Ah, dieses Holz. Okay.
Ach so, okay. Warte mal, wir haben hier so eine Sonderedition, wenn ich das richtig lese hier. Also, das ist im ganzen Stil ein bisschen wärmer als die anderen. Es ist ziemlich würzig, aber es hat halt Stoff und Substanz. Richtig. Also, das, ja, das sind die 92, sind es. Ja, Das auf kann jeden das. Fall. Ich nehme mal an, dass der Ausbau hier anders ist. Ja, Also, es das ist, wie scheint schon gesagt, auch ein bisschen Holz zu sein. ja, Aber genau. ich kann das gerade nirgendwo hinstecken. Das hat so viel Würze und so viel Saft. Das hat auch Kraft und Griff. Aber auch Das ist ja sehr gut. ja. Wenn das nicht, wenn das noch trockener wäre, wäre es vielleicht noch größer. Das wird nicht ganz reichen von der Reife her. Gut. Na, ich bin gespannt. Sag mal. Greinübel. Genau, und dann aber diese Das ist natürlich schon Zusatz lustig. Das hat man. BASF. Ach, BASF exklusiv. Naja, das ist. Ja. Da ist einmal Greinübel. Auch so eine Lage, die man ja nicht immer auf dem Zettel hat. Aber das ist ein starker Wein. Zwei, drei, acht, sechs, neun, sieben. Hefig, frisch. Einen ganz zarten Avocado-Ton. Avocado-Ton. Wir Franken tun uns mit D's und T's halt immer bekanntlich schwer. Hä, oder? Ja, also Avocado absolut. Ich habe aber auch so Veilchen, vielleicht sogar Stiefmütterchen. Also auch floral, so nichts Weißes, nichts Schweres, sondern was Erdigeres. Das ist schon immer interessant. Du kannst es eigentlich manchmal schriftlich nicht so gut erklären, wie du es wörtlich kannst. So blöd es klingt. Aber es stimmt, es ist total floral. Aber deine Avocado gefällt mir auch gut. Und warm und sehr gelbwürzig. Das hat ja regelrecht Zimt. Das ist Holz. Bisschen süßlich. Schon gewisse Wärme, ne? Ja, genau. Das ist hier auffällig. Ja, es hat deutlich Wärme. Das fällt schon auf. Vom Stil her würde ich das ja wieder Bassermann zuschreiben. Die haben oft so warme Töne drin. Okay. Aber wenn du okay sagst, stimmt es nicht, ne? Aber soweit ist es nicht. Aber du meinst jetzt der Hausstil. Ich zeig's dir. Das ist Christmann. Echt? Ganz eigen. Ganz eigen. Ich schwank zwischen ein und zwei. Kann ich verstehen. Ich Ne? würde ihm eins geben. Genau, weil er nicht die ganz die Feinheiten Nein. hat und hinten draußen ein kleines bisschen grober Der wird ist als die auf anderen. Kante, dem. Ja, das ist genau.
Genau erkannt. Genau so ist es. Es ist auch nicht umsonst sein günstigster. Das ist Christmann Rupertsberger Reiterpfad Hofstück. Nicht, dass das ein schlechter Wein wäre. Nicht, dass wir das immer betonen müssten, aber. 2, 3, 8, 6, Müssen wir halt. 7, 7. 2, 3, 8, 6, 7, 7, 7. 7, ja. Wo ist es zu? Das hat einen Reduktionsstinker jetzt. Das hat es aber offensichtlich bei der ersten Probe nicht gehabt. Heiliger Strohsack. Puh. Man kann es nicht anders sagen. Nee, das ist ein Mods. Das ist ein richtig massiver Reduktionsstinker. Aber das ist fest und kalt. Also ich kann nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. Ganz schlank und elegant. Ist das schon wieder Gunderloch? Das ist gut. So richtig, 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 richtig fein ist es nicht. Wieder Es diese hat was, es Oliventöne. hat. Noch nicht Nein, nein, vorstellen. nein, nein, um Gottes Willen. Ich sehe ja zum Glück mit dem linken Auge immer nichts. Also da bin ich wirklich fast blind. Naja, Es ist aber nichts das hat schon. Graziles. Es Nein, ist Grazil, aber schon. das ist schon zwingend. Und dann kommt wieder dieser, da kommen diese dunklen Oliventöne und der Oregano wieder. Aber auch ein bisschen Moschus. Ja, das schmeckt nach Ölberg. Nein. Ja, es schmeckt aber Ach so, danach. okay. Sag nicht nein, es schmeckt nämlich danach. Na, Ölberg nehme ich immer, dass es dann doch noch Kräuter hat. Das hat es hier nicht, finde ich. Okay. Du meinst, Oregano sind keine Kräuter? Das ist irgendwie sehr komplex. Und hat so was ganz leicht Metallisches in dem Ja, Grund. sehr gut. Da sind wir auf einem guten Ach Weg. Gott, ist das Kupfergrube? Ja. Ist das nahe? Ja, Kupfergrube. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Das erklärt ja alles. Und es ist zu 14, ne? Das ist nicht 15. Oh, da habe ich jetzt gar nicht. Ja, richtig. Habe ich gar nicht Ach, aufgepasst. Gottes Willen, da haben wir es jetzt einmachen lassen. Ich finde, das hat Chili-Schärfe. Und salzig, ja. Ja, das ist halt so eine Ene. Okay. Und grünem Speck. Ah, ich finde das super, um ehrlich zu sein. Das ist zwar momentan total zu. Wird es ihm einen mehr geben? Ich weiß es nicht so genau, aber die 92 ist er auf jeden Fall. Ja, ich könnte mit einem mehr leben. Vor allem, weil es. Dann habe ich einen Punkt abgebaut. Nein, nein, es ist alles gut. Ja, vor allem, weil er halt wirklich Ich finde ihn am aber Ende dann nicht doch erkennt. elegant. Nee, Also, er ist. das ist Ja, eigentlich es eher ist. ein Muskelprotz Ja, oder es so ist halt. irgendwas. Ja, klar, aber es muss ja nicht alles immer nur Nein, das muss natürlich nicht, elegant sein. aber. Er hat schon Feinheiten, aber halt auf brutalem Niveau. Also, das ist Schloss Böckelheimer Kupfergrube von Gut Hermannsberg. Aber das ist so zwingend. 239028. Spontischdenker. Ja.
viel Kräuter, mineralig, ein bisschen dunkel. Und dieses, das hat eine sowas von noble Frucht in der Nase. Das ist wirklich betörend. Und wirklich einen Hauch Senf. Nicht. Na, gar kein Zucker mal wieder, aber Saft. Der macht mal wieder gar keine Gefangenen. Mosel, oder? Ist Ich wieder werde zum hart. Mosel-Fan. Ist wieder hart. Das ist der Ulixberg. Nein. Das Goldtöpfchen? Gott, ja, so ist es. Schön. Sehr schön, aber wieder was für Knochentrockentrinker. Null Frucht, also in dem Sinn, das hat schon Frucht, aber nicht, aber es ist halt so trocken. Und es ist so Das ist fest und es völlig ist reif. lang, es ist Braucht den reif, Zucker nicht. es Das braucht den ist. Zucker überhaupt nicht. Steht da gut, finde ich. Mein Gut hart. Goldtröpfchen aus Peaspot. Großes Gewächs. Warum sage ich großes Gewächs? Dazu sind es doch alle. 2, 3, 8, 9, 6, 4. Da möchtest du eigentlich verweilen, ne, weil er dich irgendwie Ja, zwingt. mich auch, finde ich auch. Sehr, sehr schön. Das ist nussig. Später habe ich es drinstehen, das Nussig. Ich müsste es ja nur mal lesen, bevor ich es schreibe. Interessant. Ja, aber so ganz anders in Absolut. seinem Nussuniversum. Und süßer und saftiger. Aber auch ein bisschen weicher und ganz wenig, ein bisschen weniger zwingend. Weil er hat der Karamelltöne drin. Der schafft es nicht ganz. Das wird hinten raus. Ja, etwas belegt, ne? Ja, und so, so süßlich karamellig. Das schafft es nicht ganz. Bin ich ganz bei dir. Schade. Das ist Bassermaniodda, das Forster Ungeheuer. Man muss das immer vielleicht dazu betonen, dass das hier nicht nett schmeckt. Das ist schon gut. Nur nicht ganz so zwingend wie der Vorgänger. 2, 3, 8, 9, 6, 8. Es bleibt ziemlich viel Karamell stehen. Das hat er schon ganz deutlich. Grüner Pfeffer. Ich war jetzt bei der gewürzig, ja. Ja, und floral. Und dann hat er hey, irgendwas so ganz Frisches. Obwohl er diese Wurzelgemüsetöne hat. Das ist so. Naja, es riecht nach Sellerie. Auch, ne? Aber es hat so, so, so was Helles und so was Lebendiges und so was. Ganz eigen. Ganz, ganz eigen.
Okay, das und das heller, ja. Es ist schon Ja. eine Wand, die, also irgendwie, also es ist schon, da muss Hat er im man, Mund auch. Das ja. Kreidige, das ist das dann, aber dann wird er ein bisschen Schon. süßlich. Also jetzt haben wir ihn bei 93, das kann er für mich nicht ganz. Bin eher bei 1. Ich finde, er entzieht sich im Moment. Ja, das stimmt schon, aber dann haben wir aber diese Süße und das ganz leicht Verschwimmende dabei. Wann hast du ihn probiert gestern? Gut. Ist das der Stolzenberg? Nein, so, darf ich sagen, wenn du mich so fragst, oder soll ich erstmal ja und Ich sag nein? nur nichts. Okay. Ja, es ist auch schwefelig. Ja, deshalb, es ist schwer zu bewerten im Moment. Aber ich finde, dass das ganz leicht verschwimmt, auch wegen seiner Füße. Okay, Ich glaube, dass das mit 1 ganz gut steht. Es ist ja trotzdem ein guter Wein, aber es ist erstens momentan da total unnahbar, steht da drin, ab 2020 trinken. Aber die letzten Feinheiten und die letzte Tiefe für ganz hohe Weine hat er für mich nicht ganz. Ach, das ist immer wieder, dass es dieses Jahr so ist, dass die Bassermann Jordans alle so leicht nachlassen, wenn sie Luft kriegen. Also er kratzt schon an Ja, den ich gebe ihn auch Hand. mal einen Tag, aber es ist auffällig. 239091. Das ist Scholzenberg. Komm, Aber das ist ganz fast. reif. Aber Das ist Simon fast. Löwenstein. Ja. Das in die Reihe Nein, bringen. Moment, stopp, halt! Ja, du hast recht. Ja, genau. Das ist Röttgen. So schnell. Das ist schon ganz, ganz anderer Wein als alle anderen Weine auf der Welt. Und der riecht wirklich intensiv nach Hähnchen, nach diesem, wenn du Hähnchenbrust brätst, das ist, das hat so einen massiven Eiweißton. Ja, aber da war an dem Hähnchen noch Salbei, das jetzt mitgebraten Ja, wurde. klar. Was das nicht alles ist, ist ja schon vollkommen klar. Salbei ist gut. Dann hat man Meersalz, ganz groben Meersalz drüber. Ja, und Pfeffer auch. Wow. Naja, ganz eigenständig steht drin. Warum habe ich es da nicht erkannt? Bitte? Ich kann es halt Naja, du einfach. warst also Ich verdammt kann gut es und halt einfach verdammt nicht. schnell. Also, naja, wie viel der verkosten das? Steht aber für mich bei 93 genau richtig. Ich finde es auch so mutig. Ja. Also positiv. Gut. 239089. Kannst du ihn mir schnell geben, Ja, natürlich. damit ich ihn Zeige fixieren kann? Also, wir haben einmal Löwenstein, Röttgen,
Da ist es mit dem Scharfstellen schwer, mit dieser komischen Etikette. Ah ja, habe ich schon aufgemacht, gell? 8, 9 am Ende. Ja. Das hat viel gelbe Würze. Ja, steht da drin, gelb gewürzig. Das ist der Stolzenberg, oder? Kommt nicht ganz heran. Es ist schon gut, aber er kommt nicht ganz heran. Und der hat viel Curry. Ja, also Curry, den du auf so ein süßliches Kraut streust. Das ist das, warum ich ihn vorhin noch höher hatte, weil er dieses süßlich-krautige, das er jetzt zeigt, nicht hatte. Da war er straffer. Ja, Und das verstehe. geht halt so ganz, ganz leicht. Kann ich Wir verstehen. reden wirklich, wir jammern wirklich auf dem Niveau, aber ins Indifferente dadurch. Deswegen eins oder zwei. Wie meinst du das jetzt? Er hat ja zwei. Na, 91 oder 92? Er hatte drei. Ah, Aber okay. drei hat er nicht mehr. Ich auf jeden Fall 91. Würde ich auch sagen. Also gar keine Frage. Ich glaube, da ist er auch. Der Curryton ist sehr auffällig. Das ist ja doch die Schärfe vom Curry hinten raus. Das. Ja, das ist es. Also, dann haben wir wieder Heimann Löwenstein. Sieht eh keiner, aber. Oder? Diesmal Stolzenberg, Hatzenport. 239097. Ui. Das hat auch was ganz leicht süßlich-krautiges. Das ist wieder Heimann Löwenstein, Ja. oder? Aber diese Mineralik. Ja. Grüner Pfeffer. Fast ein bisschen Dings. Kapern. Oh ja, das ist gut. So in Salz und nicht in dieser Lake, sondern in Salz eingelegt. Nee, hat auch sowas. Fast schon zerdellen. So was, Also. ich wollte gerade sagen, der hat so was Maritimes. So ein bisschen so salzig, Algen, Meerwasser, irgendwas in diese Richtung. Auch viel kühler von der Aromatik als der Vorgänger. Bisschen süß. Ja, aber sehr fest. Und salzig. Du mir so, dass diese leicht krautige Süße ein wenig an der Feinheit kratzt. Deswegen Gut. würde Ja. ich 292 geben. Nicht, dass das ist schon. Ah. Das ist Uhlenrotlei, aber 2014. Okay. Ja, nur fällt jetzt seit einiger Zeit auf, dass der Rotlei, obwohl er immer später kommt und in der Haushierarchie der größte ist, manchmal dem Blaufüßer zum Beispiel oder den auch Laubach nicht ganz das Wasser reichen kann. Hatte ich schon ein paar Mal. Also. 239065. Entschuldigung, das klang jetzt befehlstechnisch, so bin ich ja nicht Nein, gewohnt. nein, das bin ich ja. Was? Boah, ist das eine Mineralie.
völlig anders, oder? Boah, dieser Tabak und dieses Ich hier mal Reihenfront, mit oder? Samthandschuhen fest, ne? Ist der Rheinfront? Also Rheinhessen vorne? Puh. Das ist halt ein kompletter Paradigmenwechsel zum Heimatlüdenscheid. Aber das ist irre. Da kannst du ewig So Stunden reden. später. So ein bisschen roten Pfeffer, weißt du, so dieses. Ja. Der keiner isst, aber. Ja, genau. Ist schon so eine Woge, ne? Da bleibt dann kurz mal die Luft weg, weil du halt einfach sowas Feines in sich ruhendes, dann hat es eine Mods Mineralik, und zwar die so ganz mürb ist, weißt du, die so diese Säure so aufwiegt. Du schmeckst richtig, wie das alkalisch ist. Also mir fällt das Wort subtil in den jetzt in habe ich so, das ist so nachhaltig, aber auch so gekonnt, Das ist aber auch wirklich gekonnt. Super Wein. Steht für mich da aber gut. Für dich höher? Da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, was kann man da noch besser machen? Es könnte ganz ohne diese leichte Rauheit und diese leichte Bitternis auskommen. Na gut, warte. Damit ich heute gut schlafen kann. Ja, wir können das ja später nochmal mit den ganz Großen vergleichen. Ich meine, das ist, ich meine, wir ganz groß, wir reden hier von einem Traumwein. Aber was auffällt in der Nase und am Abgang, das sind dann was nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil, sondern was ich jetzt reingeschrieben habe, sind Suppenkräuter. Das ist ganz deutlich. Dieses etwas Liebstöckelige. Und nein, nein, und vor allem, Okay, gib mir vor bitte. allem noch viel mehr Petersilie hinten raus. Ganz deutlich. Okay. Was? Bisschen, ja, das. Ja, gut, das Bitterliche kann ich nachvollziehen, ja. Hey, wir reden hier von einem Riesenwein eigentlich. Das klingt immer dann so negativ. Das ist Gunterloch Rothenberg. Also, gehört ja zu den Weinen, die ich kaufe. 238503. Hier ist los. Ah. Zu wenig, oder? Ja, leicht gedeckt, stimmt. Das ist noch ziemlich eingesperrt. Und wieder Die Trockenheit der Zitronenverbahnen Kräuter. und
Frühlingszwiebeln und ganz zu, völlig zu. Aber tief und fest. Ich habe Sesamöl. Das ist ziemlich gut. Obwohl er kühl ist, hat er dieses ganz leicht warmwürzige, dieses von diesem Sesam. Mit Öl, ja. Aber überhaupt Sesam. Ganz komisch. Dieses getrocknet Florale. Ganz, ganz rein. Dieses Ölberg. Was soll es auch sonst sein? Dann kann man das ganz viel Sesam. Ja, aber er betreibt es ja nicht ganz. Dazu ist er ein bisschen zu süß und nicht ganz so fein, wie wir uns das vorstellen, glaube ich. Hat aber eine Mordsubstanz. Ja. Finde ich schon auch. Steht ja auch drin. Ja, die Lakritznoten kann ich Ja, auch und auch der machen. Lorbeer. Das ist ganz deutlich. Das hat mir in der Nase schon dieses Suppengrün. Das hast du wirklich da am Ende wieder. Ich würde 92 geben, nicht Gut. 93, aber. Okay. Also, ja. Und ich glaube, wenn er noch trockener wäre, wären es vielleicht auch 93. Das ist immer das Schimpfen auf hohem Niveau. Das klingt immer so, als gefällt uns das alles nicht. Dabei sind das alles schon Riesenweine. Was? Ohne diese Süße wäre er noch größer. 2385 04. Unruhig. Hefig. Aber fest. Merkst du diesen Quittenton, der so ganz eigen ist? Ja. Den die bisher nicht hatten? Quitte und so heller Tabak. Ja, also Quitte auf jeden Fall. Es geht sogar schon frischer Quitte, aber auch so ein bisschen Quittenbrot. Genau. Ja, klar, mit der Hefe, die er ja deutlich hat. Die ja dann auch ins Brotige tendiert. Eine Substanz. Substanz, salzig und ein bisschen was Zitroniges. Das ist. Nierstein und das ist Dings. Orientieren. Shipping. Beeindruckend. Hipping hat weniger Dunkles als die Van dran, Ölberg-Petten. Also, nein, Van dran stimmt ja nicht ganz. Aber der Patten-Petten ist dunkler und nicht so zitronig. Okay. Oh, aber das ist stark. Das ist lang. Es hat eine Mattsäure. Aber es hat halt einfach Substanz und es hat eine Länge. Finde ich gut. Finde ich auch da stehen gut. Ja. Ja, ist tatsächlich Hipping und es ist vielleicht der beste Hipping, den ich je probiert habe. Steht da immer ein bisschen im Schatten vom Pettental. Aber das ist ganz toller Stoff. Man muss diese Knackigkeit, die hohe Säure mögen. Aber das hat eine Monster-Mineralik. Okay, dann 2385
05. Boah, ist das dunkel und auf positive Art dreckig, mein lieber Schwan. Also dreckig, das stimmt ja so nicht, das riecht halt. Welt. Ja, eigentlich riecht es nach Sex. Das ist so moschusartig. Das ist die pure Pheromonfalle. Und tief. Das ist gut. Moschus, oder? Ja, ich würde das Rhombus nennen, aber. Boah, Wahnsinn. Da kannst du ein Parfum draus machen. Also, da kannst du sogar ein Unisex-Parfum draus machen. Das ist. Puh. Ganz, ganz nobel, ganz fein, ganz fest. Das, mir fällt das Wort intensiv ein. Ja, natürlich ist es intensiv, aber gleichzeitig so, so unaufdringlich, obwohl es intensiv ist. Verstehst du, was ich meine? Das hat was sehr Tiefgründiges. Schwer ja, reden wir jetzt von großem Wein. Und auch einen Wein für Erwachsene. Ja, völlig, das ist nicht jugendfrei. Alter Schwede. Es hat schon Mattsäure, ne? So ist das ja nicht. Und der steht auch gut. Sind noch keine fünf. Das lässt dann schon ein bisschen durchschnaufen. Das ist Kühling Gilot Petenthal. Alter Schwede. Zwei, drei, acht, sechs, acht, eins. Hofschoß da. Bricht einem schon ein bisschen der Schweiß aus. Oh. Was ganz leicht Nussiges, aber sehr fest dicht. Auch ein bisschen hefig. Wieder so einen Eiweißton. Das ist aber ganz, aber das ist aber, das, da geht schon, gehen wir schon wieder in der Nase in Richtung Umami. Also das, wie man sich das vorstellt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wirkt so reif und gleichzeitig aber fein. Regelrecht nobel. Hm. Ganz anders. Sehr reife Frucht. Da haben wir wieder Ananas ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber das ist so streng genommen auch so ein Obstkorb. Ja, das ist ein Obstkorb. Deswegen hat er auch keine 4, sondern nur 3. Weil er. Es hat enorme Spannung und alles.
Aber es ist ein bisschen. Alter, Salz ist ein bisschen der Frucht. Das ist ein Riesenwein. Sag mal da nicht Granate. Granatapfel vielleicht, so ein bisschen was davon hatte. Ja, es ist Gut Hermannsberg, Niederhäuser Steinberg. 239095. Das ist scharfes Gemüse, Zigarren, Tabak, florale Noten. Schneiden Sie sich an. Da muss ich echt anschnallen. Okay. Hermann Löwenstein? Mhm. Ja? Ja. Laubach. Nein. Ja, doch. Ist Laubach? Ja. Okay. Muss man immer so aufpassen bei ihm. Ja. So einen leichten Brombeerton. Oh, ich liebe Brombeeren. Habe ich das schon gesagt? Nee. Schon nicht mehr so ganz, also das braucht man auch gar nicht mehr beschreiben. Nee, das entfernt sich. Das entfernt sich von dem, was man so einfach unter Wein kennt. Irrsinnig komplex und straff. Noch ein bisschen schweflich. Das ist eine Rakete. Gottes Willen, ist das konzentriert. Das schmeckt auch ganz stark nach getrockneten, nein, nach eingekochten oder mitgeschmorten Zucchini mit viel Pfeffer. Ich habe etwas Blaues, jetzt weiß ich nicht, was da beim Ja, das könnte natürlich Aubergine auch sein. Dazu. Er hat was Blaues, das stimmt. Er hat ein bisschen was Blaubeeriges. Aber das entzieht sich langsam wirklich dessen, was du alles beschreiben kannst. Ja. Ich glaube auch, dass das ganz vielen Leuten nett schmeckt, weil es hat einen völlig überfordert. Aber das ist groß. Mhm. Bisschen so süßlicher kann das. Ja. Ja. Deswegen steht auch gut da. Passt, oder? Ja. Oh gut. Ja. Oh ja. Was haben wir? Hast du das nicht schon verraten? Ja, also das ist Uhlen Laubach 2015 von Hermann Löwenstein. So, 239093. So, das ist der vorletzte. Völlig verschlossen. Aber was für eine Tiefe und Dichte.
Nein, entschuldige. Das hat wieder Moschus und wieder. Das hat. Entschuldigung, das ist purer Sex-Lockstoff. So leid mir das tut, das so deutlich sagen zu müssen, aber das ist. Daraus wird das Parfum gemacht, das so funktioniert wie bei. Wie heißt Parfum, er? Parfum. Ja, wie heißt der Autor wieder? Bin ich blöd? Nicht Patrick Süskind. Süskind, natürlich. Wahnsinn. Ist tief und betörend. Gelbfruchtig, gelbwürzig, moschusartig. Ungeheuer komplex. Das Aber ist fein, völlig. fein. Es hat so orientalische Gewürznoten. Du kommst ja vor wie auf einem Bazar. Nur, dass nichts laut ist oder aufdringlich und nichts übertrieben, sondern das ist halt einfach da. Ich glaube, ein bisschen trocken heißt der Vorgänger. Boah, ist das eine Substanz. Das kann man nur stilistisch nicht mögen, aber das ist großer Wein. Das ist zu komplex, als dass du das wirklich alles beschreiben willst. Es hat eine riesen Mineralik und eine Mordsfrucht, bleibt dabei aber ziemlich trocken. Es hat nicht viel Zucker. Ein bisschen hat es, aber nicht viel. Und dann hat es eine herrliche gelbe Schärfe. Entfernt sich halt schon ein Stück weit von Wein. Das trinkst halt der Kunst weg. Ja, Aber. auf jeden Fall. Und es ist so, irgendwie, ich bin wie in so einem Schall, ich kann so einen Entschuldige. schalldichten Raum, also ich, Was das genau, ist was du meinst? Wegbeamen, Ja. da wird man völlig woanders hingibt. Das ist schon nicht mehr von dieser Welt, sondern. Ja, das ist das, was ganz guten Wein ausmacht. Nur halt verrückt. Also, das schmeckt garantiert ganz vielen Leuten überhaupt nicht. Das fordert viel zu sehr und es hat eine Länge. Leck mich am Ärmel. Das wirkt, als hätte es 14 Alkohol, so viel Kraft hat es. Es hat aber irgendwelche 12,5. Oder 13? 13. Naja. Ja. Dem geben wir noch einen Tag. Sehr Puh. schön. Aber da fängst du das Zittern an. Das ist echt ein lieber Schwan. Ich habe die falsche Dings auf die falsche Dings gemacht irgendwann. Heimann Löwenstein. Oh, wir sind, ich habe mir es gar nicht aufgehört, wir sind schon fliegenpilzig. Uhlen Blaufüßerlei. Ich noch nicht, genau. Ich werde es War zum eine der Glück. letzten Lagen, die er gekauft hat. Die hat dann einfach Zeit gebraucht zum Kultivieren. Jetzt zeigt sie, was sie kann. Gut. Der letzte. 238506. Du schnaufst? Naja, das war doch Yes. auch, das war doch auch stark. Ganz tolle Kräuterwürze, so getrocknete Zitrusfrüchte, bisschen gelbe Würze. Ja, dass man nichts sagt, liegt einfach daran, dass einem das
Zeug hat richtig beschäftigt. Das ist so wie beim Essen. Also wenn plötzlich alle am Wenn alle Tisch ruhig sind, leise sind, ja, genau, dann dann taugt's hat was. der Koch oder die Köchin ihren Job richtig gemacht. Weil das völlig unfertig ist. Jetzt merkst du, wo ein bisschen Wärme hat, einen Hauch Süße, den er fast nicht braucht. Aber das ist eine Komplexität und eine Dichte. Und eine monströse Mineralik. Ich würde den noch einen Tag stehen lassen. Was heißt noch einen Tag? Der ist von heute. Also auf jeden Fall noch einen Tag stehen lassen. Reift wahrscheinlich ewig. Die Länge ist der Hammer. Das hört überhaupt nicht auf. Also da muss ich jetzt persönlich an so Pietà von Michelangelo oder was weiß ich, weißer Marmor, also irgendwie was, das ist schon. Große Kunst. Marmor ist auch gar nicht schlecht, weil diese Säure, die zwar hoch ist, die marmoriert ihn ja wirklich. Okay, Ja, das schwer ist. jetzt letztendlich zu werden. Vielleicht haben wir ihn nochmal. Wann kommst du das nächste Mal zum Mitfilmen? Können wir machen danach aus. Jedenfalls, das war's für heute. Ich denke, vielleicht werden wir den einen oder anderen Wein von heute noch einmal in einer Nachprobe finden. Morgen ist Rheingau dran. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich meine, Ich kann das immer nicht glauben, aber dass irgendjemand noch durchhalten wenn kann. wir durchhalten, dann könnt ihr das ja schließlich auch. Ah, aber gut. Jetzt brennt die Sonne runter, wir machen jetzt Schluss. Wir gehen in unsere Gärten oder machen sonst irgendwas. Ja, genau. Ich habe heute Abend noch ein Du hübsches brauchst Besäufnis. ja, kriegst ja dein Waschbrot. Mein Wurstbrot. Wie auch immer. Hat uns gefreut, hat uns alles gefreut. Wir melden uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.